Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch. Liebe Frau Veronika mit Lian und Elia, lieber Stefan und Biggi, liebe Eltern und Schwiegereltern, liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, wir alle sind jetzt im Gebet miteinander verbunden, um für unseren geliebten Peter zu beten und ihn der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen. Möge Gott ihm den ewigen Frieden schenken, ihn aufnehmen in seine schützende Hand und diese schützende Hand auch über seine Familie und die Angehörigen halten. Im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit rufen wir um Erbarmen. Dein Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Dein Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Erhöre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein hartes Leben. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Meine Seele wartet auf den Herrn. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Soll Israel harren auf den Herrn. Denn mein Herr ist die Wurz, weil ist der Lösung die Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dein Herr ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Im Vertrauen auf die Gegenwart Jesu Christi rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist vom Tode auferstanden. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist uns vorausgegangen zum Vater. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und lass uns mit reinem Herzen diese Feier begehen. Lasset uns beten. Gott, dein Sohn hat unser Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Er hat den Tod erlitten, aber du hast ihn zu neuem Leben auferweckt. Erbarme dich unseres Bruders Peter, der lange leiden musste, und schenke ihm die Freude des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, schenk ihm die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. Lass ihn ruhen in Frieden. Amen.
Seiner feiner Ort, seiner feiner Stimme, sein Wohlwollen und seiner Güte in Umgang mit Leid hat in Betz überall aller Tieren und Herzen geöffnet. Mit seinem Lachen ist es ihm gelungen, ins aller zu sorgen, dass wir das Leben nicht so dramatisch nehmen sollten. Allem locker bleiben, hat er öfter genug gesagt. Aber nicht lang gesagt, sondern ins Affen gelebt. Es ist ihm selber aller Tage mehr wie bewusst gewesen, dass eigentlich er selber derjenige ist, in den es tief drinnen anders ausgeschaut hat. Wie viele Stunden und Tage der Angst haben ihn etwa begleitet? Wie oft hat er Angst gehabt, nicht mehr zu funktionieren? Angst, unwillentlich zu versorgen. Gegenüber seiner Frau und Kinder, gegenüber seiner Familie, gegenüber seinen Mitmenschen im Alltag. Oft haben uns mir gefragt, warum uns ein Betzalmann so lange genährt hat. Dank seiner geschickten Hand hat er viel grosser und kleiner Andenken dummidum verstreut. Sei es ins Kreuz auf der Henne und auf den Napfspitz, wo er seine handwerklichen Geschicklichkeiten mit ins Spiel gehabt hat. Oder die viel selber gemachten Weihnachtsgeschenke. Buschenträgelein, Stiegenhausgeländer, Adventskalender, Grill, Sonnenliegen, Balkone, Krippe. Um ein paar weniger Sachen aufzuzählen, die er mit viel Liebe zum Detail gemacht und öfter verschenkt hat. Er hat jeder Arbeit besser noch heint wie morgen angepackt und mit fachmännischem Geschick erledigt. Oft hat er für zwei gearbeitet. Für zwei gedenkt und nebenbei hat er das Ergebnis schon lange für alle in Köpfe gehabt. Wahrscheinlich, ohne seiner Mitmenschen belasten zu wollen, hat er schon ganz früh gelernt, mit seiner Sorgen alleine auszukommen. Bis zu dem Moment, wo er es einfach nicht mehr alleine geschafft hat. An derselben Stelle hat ihm unsere Veronika unter die Arme gegriffen und hat ihn ermutigt, den schwierigen Weg gemeinsam mit ihr, Lian und Ella zu gehen. Für sie, lieber Veronika, hat der Petzins ausdrücklich und öfter gesagt,
wie dankbar er dir ist und wie froh er ist, dass du auch deinen unbeschreiblich riskanten und emotionalen Weg mit ihm gegangen bist. Und auch wir als Familie danken dir näher auf deinen Weg, dass du in St. Petz allen beigestanden bist. Und jetzt, im Rückblick, verstehen wir auch, warum der Petz einen solchen narrischen Genährt gehabt hat, nicht alles zu reißen. Es ist ihm in seinem Leben nicht viel Zeit geschenkt worden, lange miteinander zu weibern, sondern in jeder Lebenslage Nägel mit Köpfen zu machen. Das alle da trauert mit uns. Auch für Enk ist es nicht einfach. Bitte, geht heint nicht alle heim und seid nicht verzockt. Denkt an ihn Petz, dass er sagt, lasst Enk gut gehen. Allem locker bleiben. Bitte gib uns Angehörigen ein bisschen Zeit. Aber bitte stellt uns nicht aus. Redet mit uns, lacht mit uns, plärscht mit uns. Schweigt mit uns, erzählt uns von Petz. Weil er sie, da haltet ihn lebendig. Auf vielen Gipfelfotos hat der Petz sich auf dem Kreuz festgehalten, hat sich Halt geholt und hat den Himmel auch geschaut. Der Petz ist uns 41 Jahre lang wie ein wertvolles Geschenk geliehen worden. Und jetzt geben wir ihn voll Vertrauen in den lieben Herrgott zurück, auf den er allem so viel vertraut hat. Petz, du bist und bleibst eine Seele von Mensch. Du fahrst. Tschüss, Petz. Hat sich aus allen Wolken gesucht.
dieses Lied ist für eine Seele von Mensch da, für das du so an mich denkst, da, für das du blind für mich kämpfst. Dieses Lied ist für eine Seele von Mensch und vielleicht eine Art Kompliment, egal wie du es Lasset uns beten. Gott, du Trost der Bedrängten, unser Bruder Peter hat die schmerzvolle Krankheit im Glauben besiegt und ist Christus im Leiden ähnlich geworden. Darum gib ihm Anteil an der Herrlichkeit des auferstandenen Sohnes, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Das perfekte Herz. Ein junger Mann war der Meinung, das schönste Herz im ganzen Tal zu haben. Um die Schönheit dieses Herzens zu bewundern, versammelte sich eine große Menschenmenge im Tal. Ja, sie alle gaben dem jungen Mann recht. Es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Es war perfekt. Doch plötzlich tauchte ein alter Mann aus der Menge auf und sagte: Dein Herz, junger Mann, ist nicht mal annähernd so schön wie meines. Die Menschen und der junge Mann stutzten und schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren, aber sie passten nicht richtig. An einigen Stellen waren sogar tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten. Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner, dachten sie. Der junge Mann schaute auf das zerschundene Herz des alten Mannes und lachte. Du musst scherzen. Dein Herz mit meinem zu vergleichen? Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe geschenkt habe. Ich trenne ein Stück meines Herzens heraus und gebe es dem Menschen, den ich liebe. Und oft bekomme ich ein Stück seines Herzens zurück, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau sind, habe ich einige raue Kanten. Ich schätze sie sehr, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass ich etwas zurückbekommen habe. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Und auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, sie erinnern mich an die Liebe, die ich empfinde. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem eigenen perfekten Herzen und nahm ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm es dankbar, setzte es ein, nahm ein Stück aus seinem alten, vernarbten Herzen und füllte damit die Wunde im Herzen des jungen Mannes.
Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor. Denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen weg, Seite an Seite. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ein Gesetzeslehrer kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Forderungen der Propheten. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Veronika, liebe Eltern und Geschwister von Peter, liebe Familie von der Veronika, liebe Verwandte, Freunde, Kameraden der Feuerwehr, Freunde vom Sportverein, liebe Trauergemeinde. Es gibt Momente im Leben, die man nicht in Wörst fassen kann. So steht es da auf der Bildkarte mit einem großen Herzmotiv. Diese Bildkarte hat mir der Peter vor nicht ganz 2 Jahren geschickt. Und er hat mir damals mit großer Freude die Geburt vom Lian mitgeteilt. Ich habe dieses Bild immer noch auf meinem Smartphone. Es gibt Momente im Leben, die man nicht in Wörst fassen kann. Und dann schreibt er dazu, so heißt es da, in so Schatz und die Mama san wöl au und der stolze Papa überglücklich. Im linken und im rechten Herzflügel ist dann jeweils ein Foto von euch zwei zu sehen. Der Peter, der Veronika, zärtlich zugewandt, in froher Erwartung auf das neue Leben. Und ganz in der Mitte vom Herzen steht dann in großen Buchstaben der Name Lian. Und unten noch der Text: Sterne fallen nicht vom Himmel, sie werden geboren. Alle, die den Peter besser kennen, werden sagen: typisch Betz. Genauso war er, ein Mensch mit einem großen Herzen, voller Empathie, mit viel Sinn für das, was im Leben zählt und was wichtig ist, für wahre menschliche Werte. Einer, der sich von ganzem Herzen freuen konnte und der dies auch offen zeigte, einer, der gerne andere an seinem Glück teilhaben ließ und der einfach die Glücksmomente, die kleinen, die alltäglichen und vor allem die großen auszukosten verstand. Jene, die so groß sind, dass man sie nicht in Wörst fassen kann. Für uns nicht in Wörst zu fassen, ist auch das, was uns heute da zusammengeführt hat. Und weshalb wir da sein? Für die Veronika und die Eltern von Peter wohl der schwerste Tag im Leben. Was für ein krasser Gegensatz. Hier vorne noch die ganz weihnachtliche Kulisse. Die Christbäume mit Sternen. Und da der Sarg von einem jungen Ehemann und Familienvater. 5 Wochen vor Weihnachten die glückliche Geburt eures zweiten Kindes, der Ella. Und 4 Tage nach dem Fest
die für uns alle erschütternde Hiobsbotschaft von Peters Tod. Hier die unbeschreibliche Freude, dort das unsagbare Leid. Hier Krippe und Kreuz nebeneinander, Wiege und Sarg so eng beisammen. Ich habe mich in den letzten Tagen öfters bei der Frage ertappt, was müssen diese letzten 2 Monate für Peter und für die Veronika und die Eltern, die Familien, doch für ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein, für eine Achterbahn von Glücksmomenten da und von herben Rückschlägen dort, ein Miteinander bangen und hoffen, ein geduldiges und tapferes Ertragen, ein zähes Ringen, ein sich gegenseitiges Mut machen und dann immer wieder das Eingeholtwerden von der Ohnmacht, von Zweifeln, von Ängsten und wohl immer wieder auch ein Hadern mit dem Herrgott. Ganz oft sind in den vergangenen Tagen sicher die Gedanken aller hier Anwesenden um dieses berüchtigte Wort warum gekreist, ohne eine Antwort darauf zu finden. Und erwartet euch auch jetzt von mir nicht eine Antwort, ich habe sie nicht. Was ich aber wohl wahrgenommen habe und festgestellt habe, was mir beim Durchlesen und beim Durchsehen der vielen sehr persönlichen und teilweise sehr berührenden Beileidsbekundungen im virtuellen Trauerportal mit weit mehr als 450 Eintragungen und brennenden Kerzen. Was mir da bewusst geworden ist, das ist erstens einmal eine ganz große Wertschätzung für den Peter, privat im Freundeskreis, beruflich. Zweitens die nicht minder große Dankbarkeit für seine Hilfsbereitschaft, seinen selbstlosen Einsatz für andere, für seine ansteckende Freude, für seine positive Lebenseinstellung und sein gewinnendes Lachen, seine Fröhlichkeit. Und drittens eine ganz große Solidarität mit dir, Veronika. Ein Mitgefühl der Verbundenheit von ganz vielen, auch mit den Eltern, mit den Familien. Und das ist es da, was auch die Menschen, die jetzt da sind und gekommen sind, bewegt und was sie durch ihr Dasein einfach zum Ausdruck bringen möchten. Wohl wissend, dass wir das Ganze selbst erst noch realisieren müssen und wir euch nichts vom Leid abnehmen können, möchten wir einfach da sein und durch unser Dasein zum Ausdruck bringen, dass wir mittragen an eurem Leid, an eurem Schmerz. Es waren zugegeben nicht ganz viele persönliche Begegnungen, die ich mit Peter bzw. mit euch beiden hatte, vor der Hochzeit, bei der Hochzeit und die paar Male danach. Aber diese wenigen haben in mir ganz stark den Eindruck hinterlassen, dass die kurze Zeit, die euch geschenkt worden ist, diese 3,5 Jahre, die euch vergönnt waren, so tief und intensiv gelebt worden sind, das Schöne, das ihr zu genießen verstanden habt und ausgekostet habt, das Schwere, das ihr geteilt und miteinander durchlitten habt, wie das vielleicht nur bei ganz wenigen Paaren der Fall ist. Und eines bin ich mir sicher, so wie der Peter sich vor 2 Jahren über die Geburt von Lian gefreut hat, so war auch die Geburt von Ella vor 6 Wochen für ihn ein Glücksmoment, nicht in Würst zu fassen. Freilich bereits überschattet von der großen Ungewissheit, wie es für ihn weitergeht. Er hat es jetzt überstanden.
Aber einfach weg ist er deswegen noch lange nicht. Ich bin überzeugt, wenn es so etwas gäbe wie ein Gerät, mit dem wir Botschaften aus dem Jenseits empfangen und lesen könnten, dann wäre die Hauptbotschaft von Peter an uns erstens einmal wohl wieder ein großes Herz, übrigens auch auf dem Sarg, ein großes Herz. Und dann vielleicht die Worte, das, was ich jetzt schaue und erlebe, was ich fühle und erfahre und was auch auf euch wartet, wenn wir uns einmal wiedersehen, auch das lasse erstreckt nicht in Würste fassen. Es gibt auf der anderen Seite des Lebens, würde er vielleicht schreiben, dieses große und helle Licht hinter allem Dunkel. Und es gibt sie, die Antworten auf jene Fragen, die uns, solange wir in der Welt sind, verwehrt bleiben. Ich bleibe euch fortan in einer Weise nahe, noch viel tiefer und inniger, als ich es konnte, solange ich bei euch war. Und in dieser Zuversicht und Hoffnung dürfen wir vom Schmerz gebeugt, aber vom Glauben getragen, den Peter in dieser Feier der Liebe Gottes anvertrauen. Und wir dürfen uns stärken lassen vom Wort Gottes und durch die Feier der Eucharistie, diese stille Kraftquelle für gläubige Menschen, die uns mit unseren Lieben auf der anderen Seite des Lebens in Verbindung halten. Die Kommunion war übrigens auch das, was die Margaret, Peters Mutti, sie ist beauftragte Kommunionspenderin, ihrem Sohn beim letzten Besuch mit in die Klinik bringen konnte, als Stärkung für seinen bevorstehenden Weg. Sie ist das Kostbarste, das wir haben, das Kostbarste, das wir empfangen und anderen weitergeben dürfen. Und sie sei und bleibe auch für uns die Quelle der Kraft und die Stärkung im Glauben. Ich darf schließen mit jenem Satz, den heute Vormittag auch Papst Franziskus seinem Vorgänger mitgegeben hat am Ende der Ansprache. Möge deine Freude und dein Glück jetzt vollkommen sein. Wissend, Peter, dass deine Freude und dein Glück erst dann einmal vollkommen sein wird, wenn du alle deine Lieben wieder bei dir und um dich haben wirst. Im fürbittenden Gebet wenden wir uns nun an Gott, unseren gemeinsamen Vater. Trauer, Wut und Schmerz erfüllt uns. Wir können es noch nicht glauben, dass du, Petz, nimmer unter uns bist. Aber wohin sollten wir mit all den Gefühlen, wenn nicht zu dir, guter Gott? Deswegen können wir mit unserer Anliegen und Bitten. In Worte können wir unserer Trauer um dich, lieber Petz, nicht ausdrücken. Aber wir sind einfach froh und dankbar, dass wir dich kennen und unter uns haben,
getauft haben. Du hast uns beeindruckt mit deiner Kraft, deinem Humor, deiner Standfestigkeit und vor allem mit deinem großen Herz. Lass das alles in uns lebendig bleiben und hilf uns dabei, den schmerzvollen Verlust irgendwann leichter zu ertragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Betz, du hast in der letzten Zeit mit großer Angst, Sorge und Unsicherheit zurechtkommen gemisst. Verwandel du, lieber Gott, das Leid und die Angst in Freude und Glück und begleit ihn von Dunkel ins Licht, weil sich sein niemand mehr wie ihn so Betz verdient hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir bitten für unseren über alles geliebten Petz. Schenk ihm sein wundervolles Lachen zurück, mit dem er seiner Familie verzauberst und unzähliger Menschen für sich gewungen hat. Schenk ihm seiner Gelassenheit zurück, mit der er jeden Tag aufs Neue angefangen hat und mit der er so viel öfter für Ruhe in die schwierigsten Situationen gesorgt hat. Schenk ihm seiner Kraft zurück, um als Papa und Mann für seine kleine Familie da sein zu können, ihnen auf ihren Lebensweg beistehen und sie spüren zu lassen, dass er allem für sie da ist, Seite an Seite, für ewig. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Petz, schon wieder muss ich dir sagen, wie stolz ich auf dich bin. In den fast 25 Jahren, die wir uns kennen, haben wir so viel miteinander erlebt, gelacht, geblärt, gekugelt und wieder aufgestanden, genossen und miteinander ausgehalten und allem aufeinander zähl gekannt. Schön war's, dass wir ihn sogar ohne Worte verstanden haben. Wir haben nicht nur einen wundervollen Mensch verloren, sondern ich vor allem ein unbeschreiblich gutes Gefühl, was ich allem gehabt habe, weil du Oma warst. Meine Bitte richte ich an dich, guter Gott. Lass die drei Schätze von Petz, Veronika, Lian und Ella das besondere Glück von Freundschaft spüren und erleben. Und lass auch sie gute Freunde für andere sein. Also wie es der Petz für mich und für so viele war. Wir bitten dich, erhöre uns. Petz, unser guter Freund. Wir können es gar nicht verstehen, dass wir heute den letzten Weg mit dir müssen gehen. Von Kindertagen hat uns auch die Freundschaft verbunden und miteinander haben wir erlebt ganz schöne Stunden. Ich habe gefeiert und gelacht und sogar auch dir einen Urlaub bei deinem kleinen Blödsinn gemacht. Und jetzt hast du mit deiner kleinen Familie das große Glück gefunden, aber leider war das so viel kurz vor Grund. Dein Schicksal hast du mit großer Kraft angenommen und dichter hast du allem optimistisch geklungen. Wir wünschen dir jetzt den Himmel den schönsten Platz und schau fest auch auf deine Familie, deinen allergrößten Schatz. Guter Gott, lass uns
Freund in deiner liebenden Hände geborgen sein und hilf uns, aber besonders sein der Familie, den schweren Verlust anzunehmen und zu verstehen. Betz, du wirst ins Fest fallen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Betz, seit 25 Jahren bist du mit viel Ehrgeiz bei der VW gewesen. Als Vizekommandant und später als Jugendbetreuer hast du die VW mit deiner Gewissenhaftigkeit und fröhlichen Kompetenz sehr bereichert. Deiner kameradschaftlicher Art wirst du sehr vor ganz fest fallen. Vergelt's Gott für alles, was du für die Weibe getan hast. Herr, gib seiner Familie die Kraft, diese schwere Zeit des Abschieds zu überstehen. Vierte Petz. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Jugendfeuerwehr ist dir besonders am Herzen gelegen. Viel Freizeit hast du investiert, um für uns bärige und lehrreiche Proben zu organisieren. Wir haben mit dir viel gelacht und auch dir einen Blödsinn gemacht. Danke, dass wir von dir Lernen haben. Möge der liebe Gott dir alles vergelten, was du mit deiner ehemaligen Arbeit für uns getan hast. Herr, schenke ihm ein neues Zuhause bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Bett, in so Jahrgang hat du einen von den besten Flören. Du bist ein feiner, ehrlicher und guter Mensch gewesen. Man hat sich jedes Mal gefreut, dich zu treffen. Du warst allem der Drahtzieher bei den Jahrgangsfeiern, weil das so einfach wichtig war, auch wenn zusammen zu sitzen, über Frieden und über Heim zu ratschen, zu lachen und nicht miteinander zu feiern. Lieber Gott, hilf der Veronika in seiner zwei Kinderlein, Lian und Ella, seiner Eltern und Geschwistern, seiner Verwandten und Freunde, das Unbegreifliche zu verkraften, nicht zu verzweifeln und das Leben weiterhin zu meistern. Hilf ihnen, das Leichten von Betz in die Augen von seiner Kinder zu sehen und gib ihnen die Kraft zu glauben, dass wir uns bei dir alle wieder sehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Tod kann uns von Menschen trennen, die zu uns gehörten. Aber er kann nicht das nehmen, was uns mit ihnen verbunden hat. Gütiger Gott, du hast den Bruder unseres Kollegen Stefan in die ewige Heimat zu dir geholt. Schenke ihm den Frieden der Ewigkeit. Wir bitten um Trost und Kraft für alle in dieser Zeit des Abschieds. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich für alle Verstorbenen, besonders für die Menschen, denen Betz wichtig gewesen sein und die ihm schon vorausgegangen sind. Lass sie alle glücklich sein bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, erhöre unsere Bitten durch Christus, deinen Sohn, unseren Herrn.
Betet, dass unser Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherziger Gott, wir bringen unsere Gaben dar für deinen Diener Peter. In seinem Leben hat er an Christus, unseren Erlöser und Heiland, geglaubt. Darum sei ihm Christus auch ein gnädiger Richter. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn in deinen Händen ruht unser Leben. Nach deinem Willen werden wir geboren und durch deine Führung geleitet. Nach deiner Verfügung empfangen wir den Sold der Sünde und kehren zurück zur Erde, von der wir genommen sind. Doch du hast uns erlöst durch das Kreuz deines Sohnes. Darum erweckt uns einst ein Befehl zur Herrlichkeit der Auferstehung mit Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende deine Völker in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Ivo, mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Eheleuten, Frauen, Männern und Kindern, mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bereit sind. Erbarme dich unseres Bruders Peter, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an, ihm ist er gleich geworden im Tod, lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke alle unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, sie sind gestorben in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus und dem heiligen Paulus, mit unseren Namenspatronen, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Gemeinsam wollen wir das Gebet singen, das der Herr uns gelehrt hat. Wie im Himmel.
Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. So seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi, schenke uns ewiges Leben. Sind wir stark, das mit uns
Gott, deine Hand lädt mich ein. Komm. Deine Hand lässt mich spüren. Fürchte dich nicht. Deine Hand schenkt die Gewissheit, ich liebe dich. In deiner Hand bin ich geborgen und aufgehoben für immer. Und wenn ich dennoch in einen Abgrund stürze, ich weiß, am Grund dieses Abgrunds wartet auf mich deine Hand, deine gütige, alles bergende Hand, in die ich meine Hände und auch mein Herz hineinlegen kann. Und deiner liebenden Hand kann mich niemand entreißen. Gott, in deine Hand lege ich alles. Deine Hand lässt mich nicht mehr los. Danke, du gute, zärtliche Hand. Lasset uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, in diesem Sakrament hat uns Christus seinen Leib als Wegzehrung hinterlassen. Führe unseren verstorbenen Bruder Peter durch die Kraft dieser Speise, die er noch vor seinem Tod empfangen hat, zum ewigen Gastmahl in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Engel, der uns Liebe bringt,
ich weiß genau, dass du mit uns singst. Im Namen der Familie Mayram-Dinkhoff und insbesondere im Namen von Veronika möchten wir uns bei allen bedanken, die mit uns gehofft und gebangt haben. In den letzten Tagen durften wir viel Trost und aufrichtige Anteilnahme auf verschiedenste Art und Weise erfahren. Und wir hatten Dank, euch das Glück zu sehen, dass sich Freundschaft nicht nur in frohen und glücklichen Tagen erweist, sondern auch in den schweren Stunden der Krankheit, des Abschieds und der Trauer. Bedanken möchten wir uns bei Pfarrer Anton Auer, Pater Richard Bleichner und bei Hochwürden Dekan Bernhard Holzer für die würdevolle Gestaltung des Begräbnisgottesdienstes, bei der Mesnerin, den Ministranten, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Bestattungsunternehmen Pax, bei der einfühlsamen Hand der Ärzte, Ärztinnen und des Pflegepersonals, den Voices, dem Dreiklang, dem Chor, den Grabmachern und allen, die so zahlreich an den Seelenrosenkränzen und an der Beerdigung teilgenommen haben. Es ist uns unmöglich, an dieser Stelle alle namentlich zu nennen, denen wir zu Dank verpflichtet sind, denn das wären so viele unter euch. Für Veronika ist es von großer Wichtigkeit, ihrer Familie einen großen Dank auszusprechen, vor allem ihren drei Schwestern. Um ihr beizustehen, haben sie stets alles liegen und stehen lassen, ihre eigenen Familien hinten angestellt, um für Veronika da zu sein. Vielen herzlichen Dank, Magdalena, Verena und Manuela. Enk olado, sogen wir ein schlichtes, ehrliches, aufrichtiges Vogelsket. Ein großes Herz für die Feuerwehr hat aufgehört zu schlagen. Der Tod eines lieben Menschen, der uns heute hier zusammengeführt hat, beweist uns jedem Einzelnen aufs Neue, wie schwer es uns fällt, mit dieser schlichten Wahrheit fertig zu werden. Auf die Frage nach einem Warum und Wieso, so plötzlich seine Liebsten zu verlassen, kann uns niemand eine Antwort geben. Nur einer weiß es, der liebe Gott. Der Tod eines geschätzten Feuerwehrkameraden, Freund und Kollegen macht uns dann aber umso eindringlicher bewusst, wie schwierig es ist, wenn wir vor dem Sarg von Peter stehen, um für immer von ihm Abschied zu nehmen. Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dieser Satz von Bertolt Brecht passt wohl genau auf unseren Kameraden Peter. Er hat gekämpft und häufig das erreicht, was ihm wichtig war. Er hat aber auch in seinem Leben das Scheitern erfahren. So jetzt zum Schluss den Kampf um seine Gesundheit. Peter und ich haben 10 Jahre gemeinsam in der Führungsposition der Feuerwehr wunderbar zusammengearbeitet. Dafür möchte ich dir heute noch einmal ein herzliches Vergeltgut sagen. Du warst ein Mensch, Freund, Kamerad, der immer zur Stelle war, wenn es irgendwo Hilfe gebraucht hat. Du warst ein Feuerwehrmann mit Fachkompetenz, Vernunft, Kameradschaft und Handschlagqualität. Wurde Alarm ausgelöst und ein Piepser gab das Einsatzsignal, warst du prompt schon im Gerätehaus, beim Anziehen der Einsatzkleidung oder im Funkraum, um zu erkunden, wo Hilfe nötig ist bzw. Hilfe gebraucht wird, um den Nächsten zu helfen. Jetzt hat aber der Herrgott Alarm ausgelöst und du bist dorthin gegangen, um sicherlich auch dort im Einsatz zu stehen. Peter wird sicher vom Himmel aus auf seine Veronika mit Lian und Ella aufpassen und sie beschützen, wo er
es nur kann, wie er es hier auf Erden getan hat. Peter ist nicht von uns gegangen, er ist nur vorausgegangen. Liebe Veronika, Erich, Margaret, Stefan und Brigitte mit Familien, ich wünsche euch, dass der Herrgott und Peter im Himmel euch viel Kraft geben, um in dieser schweren Zeit dieses große Leid ein wenig zu lindern. Mit deinem letzten Feuerwehrgruß, Gott zur Ehr, den Nächsten zur Wehr, möchte ich mich von dir verabschieden. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Vierte Peter, mach's gut. Wir nehmen nun Abschied von unserem Bruder Peter. Wir tun das im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus, nehme ihn auf. Er hat ihn erlöst, er stehe für ihn ein beim Vater. Christus leuchte ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. So spricht der Herr, der dich erschaffen. Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Mein bist du. So übergeben wir den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder zum ewigen Leben erwecken. In der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Ich bin die Auferstehung. Das Leben, der an mich glaubt, der wird leben, an der gestorben ist. Und jeder, der lebt und
Lasst uns beten für alle unsere verstorbenen Angehörigen und für alle Toten. Gott, du Vater des Erbarmens, schenke ihnen Vergebung und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für jene, die um diesen verstorbenen Familienvater trauern. Gott, du Spender allen Trostes, tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden, besonders für den oder die aus unserer Mitte, die zuerst dem Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Gott, du Herr des Lebens, gib, dass wir dich suchen und umkehren zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten, wie der Herr selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Des Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, schenke ihm die ewige Ruhe und lass ihn ruhen in Frieden.
Sei mit euch. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden. Die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Amen. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus des Vaters Sohn, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr, schenk ihm die ewige Ruhe. Lass ihn ruhen in Frieden. Amen.